Wir stellen uns ganz klar entschieden gegen den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Wir fordern, dass die russischen Truppen unmittelbar zurückgezogen werden, bevor noch mehr Blut vergossen wird. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. Wir sagen ganz klar, wir stehen solidarisch an der Seite aller Geflüchteter. Wir fordern ein Bleiberecht für alle, ein Leben in Sicherheit. Danke. Liebe Friedensfreundinnen und Friedensfreunde, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich bin gerade schon gesagt worden, Isaac und ich sprechen hier für die VVN-BDA. Die VVN hat sofort nach Beginn des Krieges gegen die Ukraine diesen Überfall scharf verurteilt als einen durch nichts zu rechtfertigenden völkerrechtswidrigen Akt der Aggression. Ich bin sehr froh, dass nicht nur die VVN, sondern auch meine Gewerkschaft, die IG Metall, die Fahne hier, sofort nach dem Angriff auf die Ukraine erklärt hat, ich zitiere, die militärische Aggression muss sofort beendet werden. Es muss weiter mit Hochdruck an diplomatischen Lösungen gearbeitet werden. Waffenlieferungen in die Konfliktregionen lehnen wir hingegen ab. Das war die Stellungnahme der IG Metall, die auch in der Geschäftsstelle geteilt wird. Die Geschäftsstelle hat ein Transparent in Arbeit, ist leider nicht für heute fertig geworden. Frieden jetzt ohne Wenn und Aber. Am vergangenen Sonntag hat die Bundesregierung das massivste Rüstungspaket der deutschen Geschichte nach 1945 verkündet. 100 Milliarden Euro Sondervermögen sollen allein dieses Jahr in neue Waffensysteme wie Drohnen und Jagdbomber fließen. Wohlgemerkt zusätzlich zu einem Militäretat von rund 50 Milliarden. Rheinmetall jubelt natürlich bereits und fordert jetzt, dass Rüstung als Nachteil nachhaltig zertifiziert werden soll. Die Perversion muss man sich erstmal klar machen. Geht es nach den Wünschen der Koalition und ihres Bundeskanzlers Olaf Scholz, soll dieses Sondervermögen im Grundgesetz abgesichert werden. Damit soll die berüchtigte Schuldenbremse im Grundgesetz an diesem Punkt geändert werden. Lindner Finanzminister erklärte, dass im Haushalt an anderen Stellen priorisiert werden soll, also gekürzt. Damit würde die Intention der Mütter und Väter des Grundgesetzes für eine friedliche Nachkriegsordnung final ad absurdum geführt werden. Ich erinnere daran, in der Präambel des Grundgesetzes heißt es, von dem Willen beseelt, in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen. Von Wehrpflicht, Bundeswehr und Aufrüstung stand 1949 nach dem Krieg nicht im Grundgesetz und das aus guten Gründen. Rüstung und Aufrüstung lösen keine zwischenstaatlichen Konflikte, im Gegenteil. Das haben die Bundeswehreinsätze, angeblich humanitäre Einsätze, in Ex-Jugoslawien, im Irak, in Afghanistan, die Liste hat Hubertus ja schon etwas länger ausgeführt, gezeigt. Sie waren allesamt ein Desaster für Deutschland, nicht weil die Bundeswehr, wie jetzt behauptet, angeblich schlecht ausgerüstet war, sondern wegen der Tatsache ihres Einsatzes an sich. Aber Rüstung tötet, nicht nur bei Militäreinsätzen. Wir brauchen Milliarden für den Klimaschutz, wie uns der Weltklimarat gerade wieder bestätigt hat. Das Überleben kommender Generationen wird nicht durch Verlängerung des Einsatzes von Kohle und Kernenergie durch weitere Aufrüstung gesichert, sondern durch massive Investitionen in erneuerbare Energien und Umwelttechnologie. Wir brauchen nicht nur die noch im Dezember in Aussicht gestellte 1 Milliarde als Bonus für Bonuszahlungen für die Beschäftigten in der Pflege, die schon kurz nach ihrer Verkündung wieder auf Eis gelegt wurde. Statt 100 Milliarden für die Rüstung brauchen wir Milliarden für die Menschen in der Pflege, für die Versorgung kranker und todkranker Menschen. Wir brauchen mehr Geld für die Ärmsten der Gesellschaft, die gerade von der Pandemie besonders betroffen sind. Für die massive Erhöhung von Hartz IV und Grundsicherung, der Mindestlöhne und Mindestrenten statt 100 Milliarden für Aufrüstung. Ich nochmal, Militäreinsätze und Aufrüstung lösen keine zwischenstaatlichen Konflikte. Schon 1998 war es eine rot-grüne Bundesregierung, die als erste Bundesregierung
48 ist falsch, sorry. Überhaupt Deutschland nach 45 einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg geführt hat. Unter Beteiligung eines grünen Außenministers Joschka Fischers. Auch das möchte ich nicht vergessen lassen. Die gleichen haltlosen Argumente der damaligen Regierungsvertreter Deutschlands werden heute durch die russische Administration zur Rechtfertigung des Angriffs auf die Ukraine genutzt. Vollkommen zu Recht verurteilen die internationalen Komitees der Konzentrationslager, das sind die Überlebenden der Konzentrationslager, in einem Appell die Verwendung der Worte Entnazifizierung und Völkermord zur Rechtfertigung des Angriffs auf die Ukraine. Diese Worte missbrauchen nicht nur die Überlebenden des Holocaust, sondern auch die Menschen, die als sowjetische Kriegsgefangene, Ukrainerinnen und Russinnen in deutschen Konzentrationslagern gelitten oder als Soldaten der Roten Armee Auschwitz und anderer Lager befreit haben. Der Appell des internationalen Komitees endet: Beenden Sie sofort diesen Krieg. Danke. Alle Antifaschisten sind dazu aufgerufen, kriegerische Akte zu verurteilen und für einen stabilen Frieden einzutreten. Dass insbesondere Faschisten den Krieg suchen, zeigt ein Blick in die rechtsextreme Szene in Deutschland. Die meisten Neonazis unterstützen Russland. Die wenigen, die die Ukraine unterstützen, verfolgen dabei rassistische Ziele. So lässt sich in den Telegram-Gruppen nachlesen, dass die Kameraden in der Ukraine unterstützt werden müssten gegen die russischen Neobolschewiken. Andere schreiben deutlicher, worum es ihnen eigentlich geht. Zitat: Hauptsache, man bekommt ein funktionierendes Sturmgewehr und Handwaffen. Das Innenministerium hat bereits Ausreisen von Neonazis in die Ukraine festgestellt. Auch die rechtsextreme Partei Der Dritte Weg betont, dass in der Ukraine ja ausländische Freiwillige gesucht werden und ruft ihre Anhängerinnen damit indirekt auf. Abscheulich! Diese Menschen müssen sofort aufgehalten werden, nicht auszumalen, was sie vor Ort anrichten können und nicht auszumalen, was Neonazis mit Erfahrungen aus dem Kampfeinsatz hier anrichten können. Als VVN-BDA möchten wir darauf hinweisen, dass in der Ukraine 10.000 Überlebende der Shoah leben und besonders unter der aktuellen Situation leiden müssen. Für sie ist die Beschädigung der Holocaust-Gedenkstätte Babinca bei Kiew durch russische Bomben in dieser Woche ein weiteres entsetzliches Bild dieses verbrecherischen Krieges. Wir lehnen die Logik der Aufrüstung und Gewalt insgesamt ab. Die VVN-BDA steht für Frieden und Völkerverständigung als Lehre aus dem von Deutschland entfesselten Zweiten Weltkrieg. Umso furchtbarer ist die aktuelle Entwicklung und Bedrohung der atomaren Selbstvernichtung der Menschheit, auch durch den größten Nachfolgestaat der Sowjetunion. Wir fordern ein Ende der atomaren Aufrüstung und eine Rückkehr zu den gekündigten Abrüstungsprogrammen. Es schmerzt, dass keine Regierung aus der Vergangenheit gelernt zu haben scheint und immer weiter und weiter die Aufrüstung als Mittel der Wahl genutzt wird. Mehr Waffen bedeutet mehr Krieg, mehr Leid und mehr Tod. Deswegen fordern wir deutlich auf: Sprecht weiter an den Verhandlungstischen. Die Zeiten, in denen politische Auseinandersetzungen Menschenleben bezahlt werden, müssen endlich enden. Die russische Regierung muss ihre Truppen auf russisches Staatsgebiet zurückziehen. Und sämtliche Staaten müssen endlich die todbringende Spirale von Rüstung und Gegenrüstung durchbrechen und Maßnahmen der Entspannung einleiten. Die bedingungslose Aufnahme ukrainischer Geflüchteter in der EU begrüßen wir selbstverständlich. Dabei darf aber nicht unerwähnt bleiben, dass der immer schon vorhandene Rassismus der europäischen Abschottungspolitik nun schonungslos offengelegt wird. Es häufen sich Berichte von schwarzen Geflüchteten, die abgewiesen werden. So haben HelferInnen aus Frankfurt berichtet, wie die Polizei explizit People of Color kontrollierte, um sie an der Flucht zu hindern. Als gäbe es gute und schlechte Geflüchtete. In welche Kategorie die Menschen gesteckt werden, entscheidet da der Pass oder gar noch schlimmer die äußere Erscheinung. Das aber allein als Problem staatlicher Instanzen wie eben der Polizei zu sehen, ist zu kurz gedacht. Die sogenannte westliche Welt zeigt zurzeit besonders in den Medien ihren ungeschminkten Rassismus.
Auf dem US-amerikanischen Sender CBS News spricht ein Journalist davon, dass die Ukraine nicht mit dem Irak oder Afghanistan vergleichbar sei, weil es sich um ein europäisches und zivilisiertes Land handele. Ganz genau, in einem Interview auf dem britischen Sender BBC blieb unwidersprochen, dass diese Tage besonders emotional seien, weil europäische Menschen mit blauen Augen und blonden Haaren täglich getötet werden. Aber auch im deutschen ZDF spricht ein Reporter davon, dass er glaube, muslimisch aussehende Männer, als erkenne man die Religion an der Haarfarbe, zwischen den Geflüchteten aus der Ukraine gesehen zu haben und dass wohl möglich eine neue Flüchtlingswelle sei, die den Krieg in der Ukraine für sich zu nutzen wisse. Wie offensichtlich rassistisch ist das eigentlich? In der ARD wird währenddessen davon gesprochen, dass die UkrainerInnen ja zu unserem Kulturkreis gehören und schließlich Christen seien und dass deshalb diesmal funktionieren könne. Ein Sinnbild davon, mit welchem Selbstverständnis vergangene Fluchtbewegung bewertet wird. Was hat denn da nicht funktioniert, außer die fehlende Solidarität? Der Krieg in der Ukraine zeigt uns wieder einmal deutlich auf welchem verlogenen Wertesystem unsere Gesellschaft aufgebaut ist. Deswegen bin ich froh, dass wir hier heute versammelt sind. Für mehr Antifaschismus, mehr Einsatz gegen Rassismus und für den Frieden, gegen Waffen und gegen Krieg. Vielen Dank.